2018, 21:07 Uhr, Windows 7 Internetzeit. So. Wir haben gestern erfolgreich einen Donation Call abgeschlossen. Dann ist es doch eine gute Idee, einen neuen Donation Call einzuführen. Perfekt. Donation Goal. Goals. Edit. My Goal. Scheiße, ich habe den letzten keinen Namen gegeben. Hier ist einfach nur My Goal. Haben wir schon Zuschauer? Nein, noch nicht. Test, Test, Test. Sagt mal was. Also ich sag mal was, ich versuche mich gerade selber zu hören. Haben wir schon Zuschauer? Nein. So. Und Reset. Und Save and Launch. Okay, macht man nicht. Funktioniert nicht. Moment mal. Haben wir jetzt schon Zuschauer? Test, Test, Test. Nun, nun, nein, immer noch nicht. So lange können wir noch ein bisschen rummodeln hier im Hintergrund. Gehen wir auf Goals. Observer Goal kann man Delete machen. RAM und Prozessor Goal kann man auch Delete machen, ist ja schon ja nicht mehr wahr. Starten einfach ein New Goal. Add a Goal Widget. Genau. Gehen wir auf Goal. Ach, da schlägt immer 100 Euro vor. So gierig bin ich doch gar nicht, Mensch. Save and Launch. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch diesen komischen Link eintippern. Wow! Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Danke fürs Hosten, Delfino. Danke, danke, danke. Guck mal, wir haben den Donation Call erfolgreich erreicht. Er ist gereached. Er ist gereached. Moment. Wo haben wir's? Browser Source. Eigenschaften. Einfügen. Okay. Zack, und schon haben wir einen neuen. Mein Gott, bin ich effizient. Heute spielen wir noch eine Runde. Noch eine Runde. Raft. Danke, danke, danke. Ganz entspannt fürs Hosten. Heute spielen wir noch eine Stunde, eine Sekunde Raft. Und in meiner Pause nachher installiere ich auch schon mal gemütlich. Ey, lass die Scheiße. In meiner Pause installiere ich auch schon mal gemütlich Layers of Fear of Xbox One. Huhu, Delfino, huhu, ganz entspannt. Danke fürs Hosten. Jetzt kann ich euch lesen. So, der Goal wurde erreicht gestern. Mein Donation Goal. Schreibt jetzt beide hier fertig sofort freuen in den Chat. Ich freue mich wie ein Kleinkind. So. Wir laden Sie jetzt Badewanne Feuer. Ah.
Na, seid ihr alle da? Kurz das laut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Freuen. Genau. Freuen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Der Donation-Goal wurde voll, als ich am wenigsten damit gerechnet hatte. Die letzten beiden Spender waren übrigens der Hai und Erich Honecker. Stand zumindest da. Plastik. So. Ich will unbedingt einen weiteren Rand drumherum haben, weil mir der Hai echt doch etwas zu bissig ist. Ach, ey, wir ankern ja noch. Ich muss für meine Loks noch gewisse Gefühle entwickeln. Okay. Der Floß hat auch schon eine schöne Größe. Jo, danke. Aber ich weiß nicht, wie ich das Dach hier zukrieche. Ich will hier drin keine Säulen haben. Und ich weiß nicht, ob man unbedingt Säulen bauen muss. Weil unten die Säulen finde ich echt übertrieben. Ich will nicht so viele Säulen in meiner Wohnung haben, weißt du? So, jetzt nochmal Plaster einsammeln. Und noch eine Runde weiterbauen. Weil der Hai, der knabbert mir zu viel. So. Rechts, links. Reparieren. So. Das ist mein Anker, deswegen kann ich hier noch nicht bauen. Irgendwie kann man hier eine Schutzschicht bauen. Ich weiß auch noch nicht wie. Muss ganz schön voraussehen. Bei deinen Loks? Hallo Olicky! Mensch, lange nicht gesehen! Ich habe aktuell Streamzeiten, wo du nicht so oft da bist. Aber das ist nicht schlimm, weil es ändert sich eh alles wieder. Und so. Ja, ich wollte auch schon ein bisschen Happen essen hier. Was soll's denn? Holzleisten hin. Und hier kommt Sensorplaste hin. Dabei. Ich hätte das Holz und das Plaste gerne hier vorne. Die sinnbefreiten Samen. Und gerne hier hinten. Hübsch, ne? Und wir angeln. Und der weiße Hai geht mir am Fenster. Also wenn jemand Ahnung hat, wie man dein Dach drauf baut, sagt mir doch gerne bitte Bescheid. Und dann kann es passieren, dass ich irgendwann früh morgens oder derb nach Mitternacht Layers of Fear 4 zocke. Freut euch schon mal darauf. Ich freue mich. Ein kleines Kind freue ich mich. Aber vorher muss ich meiner Pause noch was erledigen. Normalerweise tue ich das ja immer, wenn andere streamen, aber heute ist nicht viel los. Warum streamt keiner? Was ist los mit euch allen? Wo ist Ufo? Ist er eingeschlafen? Aber hat sich ja vorgenommen, sich nicht mehr zu übernehmen. Das heißt, trotz neuen Rechner streamt Ufo noch relativ verhalten, würde ich sagen. Ne? Ja, Hai, ich will mal, dass der Hai an die Angel beißt. Aber der Hai hat heute früh tatsächlich dafür gesorgt, dass ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt habe. Der hat nämlich mein Seegel gefressen. Und wisst ihr, wie viel Schrott dabei draufgegangen ist? Dann frisst der andauernd die Netze weg. Der Hai geht mir sowas von auf den Kranz. Und danach hat der Hai gespendet.
Hai gespendet. Stand da, der Hai hat gespendet. Jetzt muss ich auch schon mal was essen. Wie schon gesagt, wenn man ankert, hat das den Nachteil, dass nicht angeschwemmt kommt. Ich will mir noch weiteren Haiköder basteln. Seile? Wo ist meine Seilkiste? Ist ja weiter vorne, glaube ich. Na, geht doch. So, und wir grillen. Alter, wenn ihr wisst, ich würde mich in Real Life dermaßen bekotzen, wenn ich die ganze Zeit nur Fisch fassen würde. Macht doch eine Bodenplatte vor den Netzen, damit er in die beißt, nicht ins Netz. Ja, genau mit denselben Gedanken habe ich auch schon gespielt. Aber bevor ich Bodenplatten bastle, will ich herausfinden, wie man sie verstärken kann. Die kann man nämlich irgendwie stabilisieren. Gute Idee. Jojo, oh, der hat die auch schon. Nur halt will ich erst will ich die verstärken können. Es ist zwar ärgerlicher, wenn er Netze zerkaut als Bodenplatten, aber schlimmer ist es, wenn er meine Säge frisst. Das bringt mich wirklich, also das bringt wirklich, das bringt mich zum Kochen vor Wut. So. Ja. Ich warte nur darauf, dass die Fische hier fertig werden. Ja, dann sollte man wirklich immer meine Planke dabei haben. Das ist ja so nervig, so nervig, so nervig, so nervig, so nervig. Weil es frisst halt Zeit, wenn man essen muss, ne? So, wo ist jetzt der Haiköder? Ich esse mal hier noch ein bisschen. Hier, Hai, friss. Dann gehe ich noch eine Runde. Ah, der Haken könnte alle gehen. Da ist nicht viel Kunststoff. Gut. Und wir tauchen! Und nehmen auch noch die letzten Ressourcen mit. Vor allem den Glibber suche ich für Flaschen. Ich brauche einen Beil hierfür, ne? Bau ihn Schmelz, sonst geht nichts weiter. Ja, das dachte ich mir auch schon. Kann man die Pflanzen ja auch abmachen? Ich suche auch noch ein bisschen Metalle vorher. Schmelze hin oder her. Was nützt mir Schmelze, wenn ich nicht zum Schmelzen habe? Ja, das mit der Luft ist auch nervig. Also. Aber ich brauche halt wieder viel Schrott, weil der Arsch mein See hier aufgefressen hat. Da ist er wieder, der Arsch.
Ich mag den Hai nicht. Ich mag den Hai nicht. Wollen wir schon mal weiterreisen, eine Runde? Eine Schmelze habt ihr gesagt. Die muss ich erst lernen, ne? Farbmühle. Eine Uhr! Ja, wie geil! Eine Uhr! Stationäre Anker. Ich habe schon wieder Clipper erfolgreich. Da kommt der Clipper rein. Clipper. Ja, Seetang. Kann man Clipper machen. Whatever Clipper ist, hä? So, jetzt muss ich auch schon mal schlafen eine Runde. Ganz kurz vorher trinke ich noch was. Weil sonst hätte ich schon mal verdorstend aufgewacht. Und verhungert aufgewacht. Jetzt sehe ich mich mit dem Fisch in der Hand schlafen. Stehe auf und kann gleich den Fisch essen. Ich bin klug, wa? Richtig dolle klug. So. Ich bin klug. Ach ja. Ich liebe diesen Gag. Intelligent. Ich bin ganz dolle Intelligent. Siehe, du bist ein prachtvoller Mensch, du hast es erkannt. Woher du das nur weißt. Ich bin ganz intelligent. Da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Ich gehe jetzt eigentlich noch eine Runde und dann gucke ich nach einer Schmelze. Ein paar Bolzen habe ich ja jetzt. Bestimmt. Oh nein, das ist böse. Das nicht. Arschwachhai. Nicht meine Netze. Da wäre ich ganz böse. Und wie seid ihr so? Seid ihr auch intelligent? Ich bin ganz stark intelligent. Ich bin ein Intellektueller. Ein intellektueller Mensch. Zack. Feuer, weitermachen. Lecker Fisch, geht. Ja, Beete könnte ich auch mal langsam basteln, wo auch immer man Erde bekommt. Ist das Sand? Wer weiß. Ich will mir sowas nicht in Real Life vorstellen. Da eilt doch kein Sau sich was. Bolzen und Seile und Schrott. Dann besorgen wir mal Bolzen, Seile und Schrott. Jetzt habe ich mir meine starke Angel gebaut. Mal sehen, wie lange diese hält. Ach, den wollte ich doch behalten. Ich wollte den drauf werfen. Mein Haiköder wollte ich den behalten. Nee, mit dir kann keiner mithalten. Mit meiner Intellektualität kann keiner mithalten. Ich bin sehr intelligent. So, jetzt hier, guck mal, ich bin so intelligent, ich habe mir eine starke Angel gebastelt. Eine aus Titan. Eine Titan-Stahllegierung. Unkaputtbar. Das Bild steht. Nein, 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 bitte nicht, mach sowas nicht. Nein, nein, warum? Moment. Moment. Das gucke ich mir an.
Bei mir steht's nicht. Drück mal F5. In meinem Browser läuft's weiter. Test 2345. Test 2345. In meinem Browser läuft's weiter. Jo, ich höre mich und sehe mich fließend in meinem Browser. Macht mich nicht nervös. Drückt mal F5 und sagt mir, ob es wieder geht. Damit der intellektuelle Mensch weiterspielen kann. Spannend, wie lange diese Angel hält. Ob man eine noch stärker bauen kann? Was meint ihr? Eine Real-Life kann eine Angel ja nicht kaputt gehen. Wenn du Stock nimmst, der hält Jahrzehnte. Der 5 hilft immer. Ach hier, jetzt habe ich wieder so doofe Rohre. Wo ich nicht wirklich weiß, was ich damit machen soll. Da kann ja der intellektuelle Stream weitergehen. Ach wie süß. Jetzt geht's auch bei mir wieder, sag ich doch. F5 wirkt wahre Wunder. Das ist die allmächtige Taste des Herrn. Ach ja. Gegen alle Twitch-Bugs. Und Twitch hat bei mir jetzt schon geleckt. Oh, bei mir hat der Chat geleckt. Allein bis der Cursor drin war und bis die Buchstaben, die ich getippt habe, angezeigt wurden. Oh Gott. Hat aber Hänger. Mein Bild hat Hänger. Moment. Dann gucke ich nochmal ganz kurz in OBS rein. Hallo, du sollst OBS anklicken. Ach. Man muss immer Strauß ziehen, das ist ja äußerst nervig. Ach, was macht die Auslastung? Ja, da will ich ja gerade nachgucken. Ganz entspannt. Eine große Spitze beim Öffnen, aber ansonsten. Bei mir ist alles flüssig. OBS. Oh oh. Das hatte ich den Tag schon mal. Mein OBS schwankt allerdings. Von 1500 auf 3000 Kilobits. Es wird so grün, hellgrün. Dann orange, grün, hellgrün. Also das Licht am Server. Das hatte Jones im letzten Stream, weil der Dortmunder Server überlastet war. Da hat er über Holland, aber ich weiß nicht, wie ich über anderen Server ausweichen kann. Aber das ist, ja, ich habe wirklich Probleme mit der Übertragung. Habt ihr eine Ahnung, wie ich einen Server wechseln kann zu einer anderen Stadt? In OBS? Dann würde ich darüber gehen, weil die Schwankungen sind mir hier zu krass. Also das Spiel läuft bei mir absolut flüssig. Das ist ein Serverding. Das ist, weil ich glaube, heute ist das so ein Tag, wo viele Menschen frei haben. Schrecklich. Taskmanager ist, glaube ich, Freitag oder so. Freitagabend, da ist nicht gut Kirschen essen. Da sind viele Leute im Netz. Auch in meiner Straße und so. Und die Kraka? Nee. Wenn das so schwankt und ich im OBS-Stream im orangen Bereich bin, da liegt es definitiv nicht an der Kraka. Aber wenn es dich interessiert, kann ich ja trotzdem mal danach gucken. Wieso hat das Programm jetzt nicht geöffnet? Da ist die Kraka. Die ist ganz entspannt. Auch auf extremen Auslastung komme ich nie über 60%. OBS-Einstellung Stream. Schau mal, ob du da was umstellen kannst. Ruckt's immer noch?
Einstellungen. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie man Server wechselt. Ja, jetzt bin ich schon wieder rot. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Gasse liegt. Weil, wenn ich wieder Freitag ein Spiel downloade, da ist da auch der Teufel los. Es könnte tatsächlich auch daran liegen, wo ich wohne. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, wie man einen Server wechselt, mal eben, zu einer anderen Stadt, so wie das Jones gemacht hat, dann haben wir jetzt eine Arschkarte gezogen und wir müssen uns entweder einen ruckenden Stream angucken oder ich beende den Stream. Ich finde nichts in der Einstellung, wo man sowas überhaupt macht. Aber irgendwie muss das irgendwo gehen. Jones hat einen Server gewechselt, ist dann über Holland gegangen und danach hat er keine Probleme mehr. Es lag auch nicht an seiner Internetleistung, er hat einen Stresstest gemacht. Jetzt mache ich mal einen Stresstest. Also einen Speedtest. Feuer. Nein, das nicht. Zurück, das war falsch. Das war jetzt falsch. Kurz, der Speed ist veraltet. Während des. Boah, jetzt bin ich bei 165 unten, jetzt bin ich wieder bei 2500 oben. Downloadgeschwindigkeit von 102.000 Kilobit. Upload habe ich noch 4000 übrig, nachdem ich 6000 und mit 2000 streame. Upload liegt immer noch bei grün 4300 und mein Ping ist bei 21. Alles im perfekten Bereich. Ja, irgendwo kann man irgendwie einen Server wechseln. Ich weiß nicht, ob das Jones über OBS gemacht hat, ganz entspannt. Hier, du musst den Stream beenden, damit die Anzeige kommt wegen Server. Na gut. Dann beende ich erstmal kurz den Stream und sage bis gleich.